Jetzt gehen wir rüber zum lieben Evanjo. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mir überlegt, wisst ihr was? Ich werde heute einfach mal euch dafür bezahlen, dass ihr mir sagt, was ich essen soll. Hier, nimm mal den 10. Oh nein, Evanjo hat mir 5er donated und ich habe einfach vergessen, ihm zu antworten. Ich werde bestimmt in diesem Video bloßgestellt. Und sag mir, was soll ich fressen? Tomaten? Sofort diesen Zehner zurück, du ekelhaftes Ding. Ich möchte mich entschuldigen. Der klassische Weg, jetzt einfach rauszugehen, Leute zu sagen, yo, hier, nimm den Fünfer und spuck mich an. Ist in der Grounds-Zeit jetzt hier so ein bisschen verschissen. Deswegen machen wir das vielleicht irgendwann auch in Zukunft, aber ich habe mir was Gutes überlegt. Und zwar werden wir es so machen. Wir gehen auf Twitch, suchen uns einfach am besten noch so kleinere Streamer raus, vielleicht auch mal größere. Spenden den Geld, also sprich, geben den also Geld. Hallo? Und ich sag denen dann so, yo, kannst du bitte sagen, was ich essen soll? Wie komisch das kommt gleich. Wir müssen mir vorstellen, das Geile ist aber in dem Video hier die Reaction der Leute, weil du bist einfach so richtig random und jemand spendet dir Geld und sagt, ey, sag mir, was ich essen soll. Was soll man? Das ist ein YouTuber. Das ist der Döner-Typ. Nur Ferrero Rocher und nur Monster Energy. Ey, ich war in 2 Supermärkten. Nur Ferrero Rocher und nur Monster Energy. Sehr, sehr gute Antwort von Nebelnik. Aber dieses Rojo oder Ferrero Jocho, ich hab das nicht gefunden. Dafür Giotto dafür geholt. Ja, vor allem, was ist eigentlich Nebelnik für eine kleine Ich meine, der gönnt sich so richtig schön in seiner Freizeit seine kleinen Pralinen und haut sich da so rein. Ich meine, welcher Mensch ist denn in seiner Freizeit Pralinen? Guck mal, wisst ihr, mein Giotto? Gar nicht mehr. Kaffee, komm. Fred. Das schmeckt ja echt scheiße gut, Alter. Monster Punch. Und ich habe schon ewig kein Koffein mehr getrunken. Ich trinke immer Endkoffein im Kaffee, weil ich weiß nicht, Koffein in meinem Kopf, ich hasse irgendwie Koffein im Kopf zu haben. Dann bist du immer so auf 180, immer so, brauche ich mal wieder Koffein richtig krass rein. Jemand dafür bezahlt, mir das aufzutragen. Ich muss sagen, Monster Punch, no front an die Leute, die es mögen, aber fühle ich gar nicht. Ich habe es einmal oder zweimal getrunken und es ist mir irgendwie zu fruity, Alter. Zu süß. Fühle ich einfach. Irgendwie fühle ich nicht. Nee, fühle ich nicht. Es gibt von Monster gibt's auch gute Sorten, die ich richtig fühle. Zum Beispiel diese Doctor Edition da. Doc irgendwas, diese gelbe, die fand ich schon wild, muss ich sagen. Aber ich fühle Monster allgemein nicht so krass. Oh mein Gott, ich spüre es. Boah, bin gerade im Supermarkt. Was soll ich denn holen? Ach, weißt du was? Du entscheidest. Magst du Level Up? Marcel, sehe ich so aus, als ob ich in meinem Leben schon mal ein Level Up getrunken hätte? Oder ob ich es freiwillig trinken würde, sowas? Sehe ich so aus, als würde ich mir einen Gaming Booster reinziehen? Sehe ich so aus, wie jemand, der vom PC rumsitzt und sich dann denkt, ich brauche jetzt einen Energy oder einen Booster? Digga, nope. Also mein Trick, ich mache easy, ein 24er. Ich kann auch ein 48er machen. Das ist dann schon, ich sag mal, bisschen knackiger, aber kriege ich auch hin. Das macht mir nichts aus. Und ich sage euch jetzt den Trick. Einfach viel Wasser trinken, frisches Obst und Gemüse, hier und da mal vielleicht ein Smoothie und ausgewogen ernähren, gesunde Sachen essen. Und dann kommt ihr mit 24 Stunden locker über. Da braucht ihr kein Koffein, da braucht ihr keinen Energy Drink, da braucht ihr keinen Gaming Booster. Sowas trinke ich eher, wenn ich mal wirklich unterwegs bin und meinen Körper richtig anstrenge, nicht beim Rumsitzen. Ich trinke auch hier und da gerne mal einen Energy Drink, wenn ich mal Lust habe. So ein Red Bull oder irgendein Energy Drink. So, natürlich kann man sich auch mal gönnen. Aber wenn ich vom PC sitze, trinke ich am liebsten Wasser. Ich würde sagen, du machst das auf, ja? Dann kannst du schön. Ich hätte einfach auf YouTube nie erzählen sollen, dass ich Tomaten hasse. Also wirklich, noch aus der Dose, so richtig schäbig. Scheiße, alter Schwede, das ist ja richtig widerlich. Das Tomaten halt wirklich komplett gepresst und flüssig. Ja, hey. Oh, Digga, das ist schlimmer als Wodka. Ja, ja, ist ja gut. Hier hast du meine 5 Euro. Sieht man das? Boah, ist der echte? Ein Arizona und Nudeln mit Garnelen. Ich gönn dir einfach was Gutes. Arizona und Nudeln mit Garnelen, okay? Schöne Nudeln mit Garnelen, einfach nur Köfte spießen. Okay, hört sich gar nicht so schlecht an. Und wie findet ihr die Roadie? Feier ich auf jeden Fall. Echt? Und wie findest du meinen Haarschnitt? Wird ihn selber tragen. Und diesen Karton hier? Die Welt geht hier absolut unter. Leckere Garnelen mit Nudeln. Also richtig. Boah, ich muss sagen, also no hate jetzt gegen Garnelen. Aber ich finde, das sieht absolut disgusting aus. Große Garnelen. Das mit diesen kleinen Beinchen und so. Und sogar oui. Bruder. Also ich habe die auch schon gegessen, als jünger war. Und ich finde, also vom Geschmack her sind die auch tipptopp. Aber ich finde, die sehen einfach nur disgusting aus. Boah. Oh nee. Sorry, ey. Ich finde, das sieht richtig Absturz aus. Wow, Alter, so große Garnelen sind ja richtig lecker. Die Nudeln hier. Nichts, was ich vermisse. Also ich kann auf jeden Fall ehrlich sagen, natürlich, man kann es lecker zubereiten
Und Meeresfrüchte können auch sehr lecker sein. Garnelen, Scampis und so die ganzen Scheiß. Aber ich würde es nicht mehr freiwillig, essen. Aber ist nur meine Meinung. Ich würde es nicht mehr freiwillig essen. Ich habe mir in Arizona hier geholt. Ah, Ehre, Küsse. Machen wir dem auf. Und wir präsentieren hier das Geschäftsmodell 2020. Verschwinde. Hau mal raus. Wie viel ist dein Aufwert? Du auch nicht. Ich muss mein Inventar clearen lassen. Also Inventar clear halt. Das ist ja köstlich. Ich auch. Ja, das war ja ganz nett von Justin und war auch wirklich lecker so. Aber das war ja keine richtige Quälerei. Aber zum Glück habe ich da einen Kontakt, der mich liebend gerne quält. Hallo. Komm, Simon, nimm einfach. Oh nein, jetzt kommt das. Ich hab's verschissen. Nimm einfach. Evanio haut einen Fünfer raus. Simon, du Tonne, sag mir, was ich essen oder trinken soll. Keine Gnade. Was sollst du essen? Keine Gnade. Chat. Sag mal, was Evanio essen soll. Ich suche mir das Beste davon aus. Küsse gehen raus. Evanio, küsst. Du hast das Internet. Das habe ich einfach vergessen. Die Sache ist, so spontan habe ich mir nichts ein. Ich habe gedacht, ja, Chat, schreib mal was. Und da habe ich vergessen. Da habe ich einfach vergessen. Ich habe gesagt, Chat, schreib mal was. Da habe ich einfach vergessen. Einfach das Geld geschluckt. So kennt man ihn. Schön das Geld genommen, aber keine Leistung dafür gegeben. Jetzt wisst ihr, wenn ich meine Donation von euch verpasse, Evanio geht es genauso. Und er ist sogar ein Kollege von mir. Schweiter da. Ja, meine 5 Euro geschluckt, ey. Okay, ich wurde offiziell abgezogen. Ja, Simon, ich wollte nur sagen, die Anzeige ist raus. Ich werde zur Polizei gehen, weil ich finde das extrem asozial von dir. Ja, aber die 5 Euro, die habe ich gerne genommen. Danke. Extrem asozial von dir. Versuche ich mal anzuzeigen. Ich bin in Portugal. Grüße gehen raus. Genau, so sieht's aus. Deswegen bin ich auch ausgezogen. Von Evanio. Was soll ich essen? Fußnägel. Fußnägel? Boah, nee. Nee, da bin ich raus. Macht er nicht wirklich, oder? Okay, nee, Bruder, nee. Gehst du zu dem Dönerladen, zu dem besten Dönerladen? Ach so, alles gut. Ach so, okay, er isst keine Fußnägel. Er geht zum Dönerladen. Oh, ich dachte schon, das wird er essen. Es war nur ein Joke, ich dachte schon. Du stellst einen Döner mit viel Rotkohl, mit wenig Fleisch und 2 Eiern dazu. Jetzt würde ich aber schon gerne wissen, wie so ein Fußnagel schmeckt. Nein! Ich hab gedacht, du machst es nicht. Nach Käse. Mann, ich dachte, das war ein Scherz. Dann beißt er wirklich rein. Boah, Junge. Ekelhafter Typ. Hä? Der Typ hat gesagt, mit wenig Fleisch. Das ist aber nicht wenig Fleisch. Der hat doch gerade gesagt, wenig Fleisch. Du stellst einen Döner mit viel Rotkohl, mit wenig Fleisch. Viel Rotkohl, wenig Fleisch. Was macht er? Also wenn das wenig Fleisch ist, sorry. Aber das ist meiner Meinung nach, hat die Aufgabe nicht gut erfüllt. Mit viel Rotkohl und wenig Fleisch. Wo passt da jetzt noch Rotkohl? Da ist ja gar kein Rotkohl drin. Wo passt jetzt da noch Rotkohl rein? Hä? Da war gar kein Rotkohl drin. Mit viel Rotkohl und wenig Fleisch. Null Rotkohl und viel Fleisch. Evanio, bist du, hast du irgendwie gesoffen? Wo ist der Rotkohl? Jetzt mal ehrlich. Wo ist der Rotkohl? Wo? Habe ich den übersehen oder ist der einfach weg? Und er sagt zu mir, ich habe die 5 Euro geschluckt. Junge, er schluckt doch wie... Kebabhaus Kotulan, wirklich mein allerliebster Döner in Hamburg. Genau hier saß ich vor 1,5 Jahren, weil ich dieses Video gedreht habe. 1-Sterne bis 5-Sterne Döner. Ist dieser Döner wirklich immer noch so gut? Oh, wow. Hör mir doch auf, Mann. Hat mir wirklich hier sein Leben reingetan. Also wirklich ja, so er hat sein Leben reingetan, aber kein Rotkohl. Er hat sein Leben da reingetan, aber kein Rotkohl. Es gibt keinen Rotkohl in der Auslage. Wieso gehst du dann dahin, Evanio? Soll ich dir mal die Fresse polieren? Evanio, okay, wenn wir das nächste auf Madeira sehen, Backpfeil von mir, aber hallo, für diese Aktion. Ich hab den gerade mit 4 Bissen was weggegessen, weil das so lecker ist. Eira bin ich gar nicht so krasser Fan, aber auch, ja, kann man zu denen auf jeden Fall essen. Wie ich aussehe. Ein fettes Schwein. Off-Island schauen und Nägel machen. Süßer Phönix. Was sind das mittlerweile für Twitch-Streams? Love Island schauen und Nägel machen. Junge, einfach, das ist die Twitch-Meta. Ah, was hat er die jetzt gebucht? Cool. Ach, hat er die jetzt betrogen? Nice. Wie findet ihr die Nägel? Let's go, Alter. Und Nägel machen. Süßer Phönix. Man muss halt wirklich die Fingernägel immer frisch halten. Möchte ich gerne, dass du saure Gurken isst mit Marmelade. Oh, guck mal, wie das aussieht so. Saure Gurken mit Marmelade. Yo, da muss ich aber los.
Bah, dass er auch die saure Gurke in dieses Marmeladenglas reintunkt. Danach ist die ganze Marmelade verseucht. Ah, ich kann ja leider den Geschmack auch gar nicht vorstellen, aber zum Glück bin ich ein experimentierfreudiges Schwein. Ja, hab ich gerade eine Steak genommen oder was? Ist kein aber schon so, wo bin ich hier? Yeah, danke dir für die Donation, 5 Euro. Jo, was soll ich essen und trinken? Tomatensaft, okay, ein bisschen Tabasco und Pfeffer. Die war einfach rückwärts weg. Bin rein! Malzbier-Sushi essen. Malzbier und Sushi. Muss sagen, gar nicht mal so schlechte Sushi. Sojasauce kann ich jetzt lecken. Ja. Was ist das für ein Service? Okay, was erwarte ich jetzt? 23 Uhr. Und noch ein Malzbier. Oh shit. Egal, ich muss das durchziehen. Das habe ich früher nie getrunken, weil ich mal dachte, Malzbier ist halt Bier. Das ist ja ohne Bier. Das ist ja ohne Bier. Yeah. Ist ja ohne Alkohol. Ich habe als Kind nie gefeiert. Es gab Leute, die haben Malzbier nicht geliebt, haben es getrunken und dachten so, yeah. Ich habe früher Malzbier so geliebt, Alter. Ich habe es immer bei meinem auch mal getrunken. Und ganz, ganz, ganz früher in meinen Streams habe ich immer das Malzbier getrunken. Ah, schön Malzbier, ja. Ja, ist das Lakritz? Ja, das ja, voll lecker. Knallt ja übel rein, Mann. Alter, das ist doch nicht alkoholfrei, Mann. Heilige. Junge. Er ist einfach wieder auf Madeira aufgewacht. Er war so besoffen, auf einmal ist er auf Madeira aufgewacht. Man weiß nicht, was ist los? Was ist los? 5 Euro, komm. Oh yeah. Evan, was? Evan Icho. Was? Evan Icho spendet 5 Euro. Ticho? Digga, der hat meine Donation wieder geschluckt. Der hat meine Donation geschluckt. Ey, der Typ will mich gerade am Arsch lecken. Der hat mein Geld geschluckt. Er hat komplett aufgedeckt. Bruder, ey, ich zeig dich an. Ich zeig dich an. Das ist gut. Er wusste nicht, wie der heißt. Evan Icho. Ja, tschüss. Ich gebe jetzt einfach irgendjemand auf der Straße hier 5 Euro und der soll mir dann sagen, was ich essen soll. Super, Leute, ich habe hier jetzt einen Kunden gefunden, der die 5 Euro kriegt. Also erstmal überreichen die 5 Euro. Viel Spaß damit. Schön. Okay, was soll ich fressen? Wir gehen mal so ein Brötchen mit Kalamaris und Sauerkraut. Warum wollen alle, dass er Meeresfrüchte isst? Erst sagt Justin, er soll Scampi essen. Nee, was hat Justin gesagt? Garnelen? Ich weiß gar nicht, was Justin gesagt hat. Was hat er für Meeresfrüchte? Garnelen, ne? Jetzt sagt er soll Kalamaris essen. Schön lecker Tintenfisch, Alter. Ah, aber gut, 5 Euro, lass sie dir schmecken. Ich habe gerade erfahren, dass Kalamare Tintenfisch ist. Also das ist jetzt ein Kalamare hier, dieser Zwiebelring. Boah. Ist hier die Tomate und hier ist auch Salat. Wie fett die Tomate ist, Alter. Ist ja Tintenfisch, mal gucken, wie schmecken wird. Einfach so ein Tintenfischbrötchen. Ist bestimmt lecker, aber der arme Tintenfisch, Alter. Tintenfische sind hochintelligente Tiere. Mal alleine probieren. Alter, schmeckt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Alter, Tintenfisch ist gar nicht kacke. Ich dachte, Tintenfisch ist mal voll abartig wie Thaddäus. Tintenfisch ist abartig wie Thaddäus. Boah, was soll ich bestellen, Alter? Ach, wisst ihr was? Du entscheidest. Evan Nepo. Ich bin gerade bei McDonald's. Sag mir mal, was soll ich bestellen? Wo ich bestelle, auf jeden Fall saftigen Big Mac, McFruity. Big Mac und McFruity? Was ist denn ein McFruity, was? Auf jeden Fall saftigen Big Mac, McFruity. McFruity? Ach, das sind diese neuen Burger, die aussehen wie Furries. Also so mit Tiger, Fell und Hundemaske. Ja, meint natürlich McFlurry. Aber okay, alles klar. Einen schönen McFurry, Alter. So einer hier. So einen schönen McFurry von AliExpress, oder? Für $450. Ja, hallo. Ja, einen schönen McFurry. Ey, Evan, warum hast du keinen McFurry bestellt? Ja, moin. Schön McFurry, Alter. Ja, moin. Ey, jetzt erstmal ein Furry-Kostüm für $500 kaufen. Let's go. Ich weiß nicht warum und weiß nicht wie, ne? Aber plötzlich hat sie mir einfach 2 Big Macs gegeben. Einer zum selben Preis. Und ich meine, 2 Big Macs für einen Preis und für einen Fetzer gerne. Als sie auf die Eismaschine. Die Eismaschine war locker kaputt, oder? Die ist immer Schrott. So, ich habe wirklich hier 2 Big Macs, Alter. Auch die hat ihm jetzt nicht reingespuckt. Warum seid ihr? Also, ich muss sagen. Jetzt, wo ich den Big Mac gerade sehe, ich hab ihn viel trauriger in Erinnerung. Er sieht gar nicht so kaputt aus, wie ich ihn... Ihr kennt ja diese Fotos. Reality versus versus Ad, McDonald's. Wo dann immer diese Fotos gezeigt werden hier. Das ist der Big Mac eigentlich. Und so sieht der Big Mac aus, wenn du den bekommst, ja. Also ehrlich gesagt, so schlimm sieht er jetzt gar nicht aus. Also guck mal, so soll der eigentlich aussehen, ne, laut Werbung. Wenn da schön Haarspray drauf ist und schön so ein Zahnstocher drin, damit der schön zusammenhält. So soll der eigentlich aussehen, ja. Und so sieht er meistens aus. Aber ich muss sagen, guckt euch mal an, das sieht echt traurig aus. Aber schaut mal, so, okay, er sieht nicht gut aus, aber so schlimm sieht er gar nicht aus. Also ich glaube,
Ich habe ihn schlimmer in Erinnerung, als er ist. So also ich finde, so schlimm sieht er gar nicht aus. Wow. Gute Soße, hey. Was mit mir? Was will ich? Ist das hier Rattenfleisch? Ja, so in die Richtung. Alter, was ist das? Ist doch niemals echt. Aber die Soße ist halt mega nice. Hier ist auch. Ah. Ey, diese Tüte ist irgendwie unfassbar schwer. Hat die mir da was reingepackt oder was? Und? Oh nein, was ist? Oh mein Gott, das neue Peso-Klopapier. Eris, ist das aus der neuen Head-or-Tail-Collection? Definitiv, oder? Das neue Peso-Klopapier. Es ist wieder soweit, eine neue Kollektion steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt Spaß in dem Video gehabt. Lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Digga, nehmt jetzt einmal die 10 Euro, ne? Und kommt, verschwindet einfach. Gönnt euch doch mal was Gutes, Mann. Shoppen! Starkes Video. Checkt Evanjo aus. Küsse gehen raus. Fand ich nice. Sehr, sehr nice geschnitten. Sehr, sehr nice gemacht. Man kennt ihn. Checkt Evanjo aus. Küsse gehen raus.